in Sound und Game. Und damit wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Tag. Mal gucken, ob Virtus Pro sich hier nochmal durchsetzen kann. Ihren Map-Pick haben sie auf jeden Fall verloren. Und für sie geht es auf der CT-Seite los. Für die Space Soldiers auf ihrem Pick natürlich auf der T-Seite. So, viel, viel Granaten dabei bei Pascha. Ein Dev-Kit bei Micho plus Smoke ist ja fast schon... Ist ja fast schon das Wichtigste, was du auf Mirage mitnehmen kannst. Wirklich, sehr, sehr wichtig. Mit Mouseboards hat so viele Runden damit geholt, das ist unglaublich. So, und damit geht es jetzt los. Es geht über einen Underpass Richtung Window nochmal. Und dann wird man einfach so eine Zange Richtung B ausspielen. Und Major ist da erstmal ohne Kenntnis von Virtus Pro sehr, sehr weit durchgekommen. Kann jetzt auch einfach da stehen bleiben und sagen, okay, ich fange die Rotation ab. Und wir lassen einen in der Mitte stehen und sie gehen halt nochmal komplett zurück. Wahrscheinlich auch die Reaktion darauf, dass das Loch zu ist und dass man halt überhaupt keine Formation hat, was überhaupt im Window abgeht. Theoretisch könnte man nochmal einen hochboosten. Sie bleiben trotzdem da immer noch stehen. Also Major hält weiter in die Position. Man steht komplett auf A-Side Retake und damit geht es nach vorne. Also, die Space Soldiers kriegen halt mal sehr viel Raum für den Anfang und damit können sie auch die Bombe legen. Wie gesagt, sie haben immer noch das Dev-Kit und die Smoke dabei und Pascha hat halt auch noch mega viel Equipment zu zweit. Ist natürlich jetzt Freiraum, den man da Richtung Ladder bzw. Richtung Window bekommt. Sie versuchen den Retake knallhart über eine Position ausspielen, das komplett über CT. So, da wird Snacks direkt in den Himmel geschickt und dann kann man wunderbar die Smoke up-aimen. Und es ist eine 2 gegen 2 Situation. Da nochmal ranzukommen, wird natürlich schwer, aber Neo fällt über die Seite rein. Pest ist einfach nur auf der Bombe drauf. Versucht ihn dann niederzuneifen. Hüpft nochmal um die Ecke. Wird die Zeit zu knapp. Oh mein Gott, Neo macht den Frag. Und jetzt kommt man die Bombe ran. Das Dev-Kit hat man dabei. Was eine chaotische Runde hier direkt von Anfang an. Das heißt, Virtus Pro schafft es hier mit Brechen. Mit Grazo, mit gebrochenem Counter-Strike hier nochmal die Runde zu holen. Holy shit, war das knapp. Aber wie viel Raum an den Space Soldiers da gibt. Wie viel Raum man den Space Soldiers da gibt, um zu arbeiten. Krass. Tja, sei es drum. 1:0 ist der Stand der Dinge. So, heißt natürlich jetzt auch erstmal für die Space Soldiers sparen, nachdem man die Bombe hier legen konnte. Ja, ansonsten geht man über die Mitte. Und da lässt ihn Virtus Brauerei erstmal doch ordentlich Raum. Jetzt das neue Virtus Pro Brauereibier. So, Neo steht bereit. So, da kann ich die Steps weitergeben. Das ist gute Information. Passt Richtung Window auf. Damit geht es jetzt langsam aber sicher für die Jungs der Space Soldiers irgendwo in den Contact, der hier wunderbar von Micho und Bialy abgefangen werden. Neo deckt da auch noch die Flanke ab. So, jetzt greift man gemeinsam Richtung Mitte an. Und dann fällt die Bombe hier auch, so wie das komplette Team der Türken. Und damit ist das ein easy peasy 2:0 für Virtus Pro. Das Ganze auch flawless runtergespielt. Und, ja, Pascha, direkt schon auf die AWP gespart, auch schon in der letzten Runde. Oh, die bauen zu dritt Richtung Rampe, also sie wollen direkt den Raum haben. Pascha deckt das Ganze Richtung Haus ab und da wartet halt die Bombe. Und das könnte gut funktionieren, aber Major passt da gut auf. Damit geht das System erstmal für die Jungs von Virtus Pro hier nicht auf. Micho kommt nochmal in die AWP ran, sucht den Kopf, sieht ihn auch ganz kurz. Schießt hier aber vorbei und zwischenzeitlich verliert man sogar noch den Spieler in der Mitte und das ist Neo. Also kein guter Start für Virtus Pro in diese sehr frühe Hälfte, wo es eigentlich darum geht, direkt die Space Soldiers hier zurückzudrängen. Was macht der Major da? Der springt da einfach rein. Jetzt ist halt nur noch Snacks Richtung Side. Micho konnte nochmal mit der AWP zurückziehen, aber an Snacks wird halt sehr viel liegen mit der Autoschrotze. Micho muss da aufpassen. Einmal kurz das Prefire von Engine. Damit ist der Spieler bekannt und Micho versucht halt irgendwie nochmal die Ablenkung auf sich zu ziehen, dass Snacks hier was machen kann. Und das scheint gut zu funktionieren. Den Spieler oben im Haus muss man immer noch finden. Oh, der Bombenplant ist halt so gut gelegt für die Space Soldiers, dass sie ja 1A den Afterplant runterspielen können.
Und dann brennt hier gar nichts mehr an. Aber das waren halt zwei frühe Frags. Einmal in der Mitte und einmal hier gegen Pascha, der eigentlich versucht, die Rampe, das Backup der Rampe zu geben. Hat nicht so ganz funktioniert. So, Pascha wieder mit der AWP unterwegs. Richtung Mitte. Kriegt das Backup von Biali, aber Kalix findet da auch wieder direkte Antwort. Zumindest ist Neo nochmal für den Refractor. 3 gegen 2 Situation. Also, zügig wird auch versucht, vor B den Raum aufzumachen. Klappt aber nicht wirklich. Damit hat man zumindest jetzt erstmal wieder nach Mannstärke den Ausgleich. Und die Space Soldiers versuchen sich Richtung Connector vorzuarbeiten. So, die Frage ist jetzt, was können sie damit machen? Das ist natürlich viel Raum, den sie hier wieder bekommen. Bleiben auch erstmal zusammen stehen, smogen sich Richtung Spot ab, wollen damit auch eine flotte Rotation irgendwie rauszögern, dass sie jetzt sagen, okay, die Smoke liegt, wahrscheinlich wird die Bombe gelegt und damit auch Virtus Pro so aus der Reserve locken. Und das machen sie halt mega gut. Sie gehen halt Richtung CT rein und versuchen somit den Spieler Richtung CT-Spawn noch zum Laufen. Und Neo, mal gucken, ob er das auf dem Schirm hat. Never, never ever hat er das auf dem Schirm. Schaut zwar nochmal nach hinten, aber wird da komplett überrascht. Nette Finte, die die Space Soldiers da gelegt haben. Das ist wie so die Brotkrümel austeilen und eine Spur legen. Und Virtus Pro ist halt voll drauf reingefallen. So, dann wird er nur noch safen gehen. Dann kommt Snacks noch mit einer Waffe durch, gucken, ob das Geld gespart werden müsste sowieso. Weil dann können sie auch in der nächsten Runde oder in der übernächsten Runde wieder kaufen. Tja, Snacks wird da nichts mehr versuchen bei dem Equipment, was er noch dabei hat. Macht er es eher auf Nummer sicher. So, Virtus Pro wird direkt mal wieder zurückverwiesen in eine Pistol Round. Wie gesagt, es wird gespart und dann kann man auch, wie schon erwähnt, in der nächsten Runde wieder kaufen. Erstmal ein kleiner Stack auf B und Richtung Mitte. Also A lässt man hier explizit wieder voll auf. Die Space Soldiers finden halt hier extrem gute Lücken. Und halt auch diese Entry Frags. Und diese ersten Duelle, die man für sich entscheiden kann, bringt Virtus Pro hier gerade ganz schön ins Schwanken nach der gewonnenen Pistol Round. So, und jetzt geht's einfach Richtung Rampe raus. Und das im kompletten Team. Einen noch vor B abgestellt. Da versucht Major nochmal ein bisschen Geld zu farmen. Bleibt aber ohne Erfolg. Bombe kann für die Rampe gelegt werden. Und damit die Runde auf jeden Fall eine sichere Sache normalerweise für die Space Soldiers. Da bekommt man nochmal eine zweite AK für Lau. Und die wird man höchstwahrscheinlich auch versuchen durchzubringen. Snacks hat nur noch 22 HP. Pascha passt dann nochmal auf, dass er nicht in den Rücken fällt. Und dann sollten hier die AKs die höchste Priorität haben. Biali nochmal Richtung Mitte unterwegs. Zu 3. Also, die Space Soldiers schaffen es hier frühzeitig nach der gewonnenen Pistol Round das Geld wieder auf ihre Seite zu hieven. So, und wir bleiben weiterhin bei Virtus Pro mit einem sehr, sehr offensiven Spiel. Also man versucht früh die Räume einzunehmen. Lässt sich da gar nicht beirren, dass die Space Soldiers halt meiner Meinung nach zu einfach fitter sind, wenn es darum geht, diese ersten Duelle zu gewinnen.
So, jetzt geht's hier wieder an der Rampe raus. Bialy hat da kein gutes Timing. Das heißt, das Gas wird wieder von den Space Soldiers Richtung A-Spot angezogen. Und da wird man ganz gut von ein paar Molotovs und ein paar Granaten vernascht. Und dann steht man halt alleine da. Zumindest kann Mishui nochmal aushelfen. Neo versucht da auch nochmal sein Glück, aber da sitzt der Frack nicht. Das ist natürlich extrem bitter. Da versucht man viel, riskiert auch was und wird am Ende nicht belohnt. Mishu steht hier fast mit heruntergelassenen Hosen und Pass, was ein Backup. Und dann ist es Antares, der die Runde beendet. Also, Virtus Pro spielt mutig. Aber sie müssen frühzeitig erkennen, dass es halt gerade sehr, sehr schwer ist, gegen die Space Soldiers irgendwelche Duelle zu gewinnen. Besonders, wenn sie halt versuchen, irgendwo individuell die Räume aufzureißen. So, Pascha. Jetzt endlich mal mit der Eröffnung. Also, ein guter Start für die Space Soldiers in Runde Nummer 7 und er versucht weiterhin nach vorne zu spielen. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut, dass die Space Soldiers zeigen, dass sie Bock haben, nach vorne zu spielen. Aber das Problem ist halt, wenn es dann passiert, dass das Virtus Pro mal eine Eröffnung bekommt, dann holen sich die Space Soldiers an einer anderen Stelle wieder die Eröffnung zurück. Wie ist das? Wie beim Schach. Kriegt den einen Bauern raus. Und du holst dir den anderen Bauern. Und du merkst halt einfach, das Aiming ist bei den Space Soldiers zurzeit, beziehungsweise heute, auf jeden Fall besser. So, und das heißt, wir würden das Post safen gehen und das Beste draus machen. Es ist halt so, Mitte ist nicht mal das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist gerade eher B und Richtung A. Also um das nochmal neu zu markieren, das kriegen sie zu. Da haben sie Probleme, da verlieren sie das erste Duell und hier gegen die Rampe, beziehungsweise hier Richtung Spot haben sie halt Riesenprobleme, gerade die Space Soldiers aufzuhalten. Das nutzen sie auch ganz gut aus. Also sie fokussieren sich gar nicht so sehr auf die Mittelkontrolle, sondern eher darauf, zum Beispiel eine Öffnung Richtung B zu bekommen, eine Öffnung Richtung A. Das versucht auch Pass hier direkt wieder sein Glück da herauszufordern. Das gleiche gilt für Engine. Einen in der Mitte abzustellen, um ein bisschen Ablenkung zu machen. Und dann wird nach vorne gegangen und das erste Duell gesucht, diesmal wieder Richtung B. Diesmal soll es wohl auch dann auch Richtung B-Spot gehen. Und das wahrscheinlich auch ein bisschen zügiger. So, Santas findet jetzt die Eröffnung in der Mitte. So, jetzt bricht das ganze System hier wieder bei Virtus Pro zusammen. Fallen alle um! Wie ein Kartenhaus. Tja, und Virtus Pro gibt diese sehr wichtige Runde doch extrem flott ab. Und damit kommt die Matchpause. Und da kommt die taktische Pause von Virtus Pro. So, 2-6. Also, für die Jungs sieht es nicht gut aus. Die Space Soldiers behalten hier halt gerade die Kontrolle über die Partie. Mit der ersten Waffenrunde können sie hier direkt zeigen, wer Mann im Haus ist auf Mirage. Und es ist der Pick. Wir dürfen nicht vergessen, das ist der Pick von den Space Soldiers. So, Pascha findet aber immer wieder eine Eröffnung. Also, wenn einer sein Team gerade nach vorne bringt, dann ist es Pascha. Aber dann muss der Rest mit nachziehen. Wieder der Forceball, der wird geprefired. Santaris holt den Spieler oben auf dem Oberholz raus. Damit wieder die Retake-Situation für Virtus Pro. Also, Bombe ist noch nicht gelegt, die liegt da noch ganz entspannt im Sandwich rum. Und das versucht man direkt auszunutzen. Da warten aber immer noch drei Spieler, die annehmen. So, jetzt versucht man einzeln irgendwie diese Wand aufzureißen, klappt aber nicht ganz. Snacks, nochmal an der AWP. 2-1-Situation. Guckt der Kopf raus und Pass ist schneller auf dem anderen Köpfchen drauf.
Tja, und das war's. Das ist das 2-7. Virtus Pro schafft es hier nicht, irgendwie einen Fuß in die Map zu bekommen. Der Einzige, der halt gegenhält, ist halt Pascha. So, nochmal Richtung Mitte, kaum Equipment dabei. Neo eigentlich mit der Smoke, die er als Backup nach vorne schmeißt. Oder die Flashbang. Okay, was macht Neo da? Nutzt nochmal die Smoke für sich selber aus. Versucht irgendwie raus. Ey, keine Ahnung. Ist irgendwie nicht gut gespielt von Virtus Pro. So, wieder die taktische Pause von den Space Soldiers. Tja, gucken wir mal, was hat Virtus Pro noch auf dem Schirm? Wieder die Doppel-AWP. Klar, durch den Loser-Bonus. Dann ist wieder bei Pascha, bei Snacks die AWP. Wie gesagt, Pascha hat jetzt viermal die Eröffnung gefunden in dieser Partie. Wird dann aber immer sauber gerefragt. Aber dann kommt zu wenig von Virtus Pro. Dann hat man schon den Vorteil am Anfang. Lässt sich halt sauber refraggen bei Virtus Pro. Und dann kommt halt gar nichts mehr. Dann nehmen die Space Soldiers das als Eröffnung und spazieren einfach auf den Spot drauf. So, Pascha wieder in der Mitte unterwegs. Also, seine Chance wieder für sein Team ein bisschen was zu machen. Die wird ihm aber diesmal hier von den Space Soldiers nicht gegeben. Ansonsten spielen sie A wieder sehr defensiv, konzentrieren sich jetzt eher auf die Mitte. Und die Space Soldiers, die wissen schon, wo die Lücken sind. Und das ist bisher eigentlich immer A und B gewesen. Deshalb teilen sie es hier auch wieder auf, dass Engine vor B sich aufbaut und versucht da die Eröffnung zu finden. Der Rest eher Richtung A fokussiert. So, vielleicht würde das auch als Fake aufziehen. Mal gucken, wann Engine da eingreift. Smokes kommen auf jeden Fall rein. Damit liegt die Wand, um Richtung Connector erstmal keinen Stress zu haben. Engine wartet halt immer noch ab. Sie wollen es so in der zweiten Welle durchführen. So, wie weit lässt sich Virtus Pro da einschüchtern? Snacks zieht auch direkt schon rüber. Also sie spielen es halt mega defensiv bei Virtus Pro. Und bisher kein Contact vor B. Kein Kontakt vor A, Virtus Pro steht komplett im Dunkeln. Das gleiche gilt auch für die Space Soldiers, weil die haben keine Informationen, was hier abgeht. Das ist jetzt so ein Blind Go in der zweiten Welle. So, und jetzt wird rübergezogen. So, jetzt wird angefaked auf B nachträglich. Und dadurch kann man vielleicht sogar über das Haus rauskommen. Oh mein Gott, Pascha aimt halt nur diesen Winkel an. Oh mein Gott, das Timing hätte nicht besser sein können. Nochmal der Refrag. Da kommt Bialy noch mit 16 AP raus, die Bombe kann immer noch nicht geblendet werden. 17 Sekunden. Aber sie haben noch den Spieler im Connector. Pass sucht jetzt nochmal das Duell, um den Raum freizumachen. Das ist immer noch der zweite da. Und Mishu hilft aus über den Connector. Also die Idee war ganz nett von den Space Soldiers. Virtus Pro schafft es am Ende mit den beiden Spielern hier genug Damage zu machen. Beziehungsweise Pascha hat da unglaubliches Glück, dass er halt nur Richtung Rampe abzieht. Und sie kommen heute übers Haus raus. Damit war er nicht detected. Und stiftet hier nochmal Chaos. Und das wollten die Space Soldiers dann am Ende auch ausnutzen, dass sie hier die Bombe legen. Nur Pustekuchen. Da waren zwei Spieler da. Haben sich nachträglich nochmal gezeigt. Und die Space Soldiers verkalkulieren sich hier. Aber was soll's. Die Space Soldiers haben mehr als genug Kohle. Guckt euch das Geld an. Das Geldpolster ist sowas von überfüllt. So, Santaris kann da nicht frech aufspielen in der Ecke. So, es geht diesmal über die Mitte. So, Flashbang kommt rein. Neo hat da kein gutes Timing eigentlich, aber er holt beide raus. Eieiei. Also, da wurde die Ecke nicht gecheckt. Nochmal der Refrag in der Mitte. Damit den Raum erstmal für Lau wieder bekommen. Wenn man hier ganz gut gegenhält. Ist aber trotzdem endlich mal ein Vorteil für die Jungs von Virtus Pro.
So, teilt sich jetzt auf. Einer geht vor A, das übernimmt Pass. Snakes hat er frühzeitig schon Informationen Richtung B bekommen, also er kann dann auch callen, sollte er den Schuss nicht setzen. Dass es Richtung B geht, aber die Chance stehen natürlich ganz gut in der Ecke. Und dann muss er einfach nur mit der Pumpe ins Gesicht schießen, damit die Bombe down. Und die Space Soldiers haben nur noch 17 Sekunden und das wird auch die nächste Runde sein für Virtus Pro. Damit vier Runden hier auf dem Konto. Und Virtus Pro versucht sich weiter am Leben zu halten. Also das 4-8. Ich weiß nicht, das hat alles so einen faden Beigeschmack. Virtus Pro wirkt hier nicht wie ein Teilnehmer, der über das Close Qualifier hinauskommen möchte oder zurzeit kann. So, teilt sich nochmal auf. Einen wieder vor B abstellen, das darf Engine übernehmen. Rest baut wieder vor A auf. Teilweise, man teilt sich nochmal nachträglich neu auf. Und da ist man schon durchgepusht. Und diesmal findet Snacks eine gute Lücke, also adaptiert hat man hier bei Virtus Pro. Traut sich auch wieder ein bisschen mehr, nachdem man zumindest ein wenig wieder in die Partie reinkam. Mit zwei Runden in Folge. So, die Space Soldiers versuchen hier Glück nochmal VB zumindest irgendwie den Refractor zu holen. Uiuiui. So, Snacks da nochmal mit Glück, dass er da nicht rausgenommen wurde. So, sitzt aber in der Ecke fest, muss die Position wechseln. Zwischenzeitlich macht Santaris die Mitte auf und sie haben bei Virtus Pro eher den Riecher, dass es eigentlich Richtung B gehen sollte. Zumindest haben sie Mishu noch Richtung kurz stehen. Versucht nochmal ein bisschen Santaris zu ärgern. Bombe wartet immer noch alleine vor dem A-Spot. Es sind noch 43 Sekunden. Bialy wird sich da keinen Zentimeter bewegen, muss immer noch auf den Connector aufpassen. Deshalb schaut er auch ganz kurz mal darüber. Da sind sie unsicher bei Virtus Pro. Riesenrotationen bei den Polen. Und damit hat man sie jetzt nochmal komplett aufgeteilt. Lässt die Mitte auf. Das nutzen jetzt die Space Soldiers auch aus. Da kommt nämlich die komplette B-Mann-Stärke über den Connector nach. Zusammen mit Santaris, der den Refrag auch direkt holen kann. Damit ist Pascha zumindest noch mit der AWP unten an der Rampe bereit. Und die Rotation ist da. Damit hat man genug Zeit rausgeholt. Major hat da kein gutes Timing. Und Snacks holt sich beide, indem er durch die Smoke rennt. Fünf zu acht. Also, das Geld ist immer noch gut gefüllt bei den Space Soldiers. Auch für die letzte Runde hat man immer noch genug da. Und mit so einer Eröffnung, tja, da hast du keinen Spaß mehr. Was machen die denn da? Was machen die denn da? Wie gesagt, es wirkt für mich gerade nicht so, als würde man hier, auch wenn die gegen die Space Soldiers vielleicht gewinnen könnte, irgendwie am Ende weiterkommen möchte oder es kann. Noch hier die Runde. Fällt wieder durch viele kleine Flüchtigkeitsfehler für Virtus Pro zusammen. So, 9 Runden auf T-Seite. Mirage ist natürlich super. Gottes Willen, das ist eigentlich schon viel zu viel. Ja, Virtus Pro. Da war nicht viel drin bisher. Gefällt mir nicht. Oha. Das war knapp. So, diesmal der Aufbau wieder Richtung A. Man baut sich ja etwas offensiver jetzt auch bei den Polen auf. So, Kalix lässt sich da gut rausfischen. Mishu wird in die Ecke gedrängt. Versucht nochmal rumzuziehen. Aber zumindest Snacks und Neo da, dass man hier eine 4 gegen 2 Situation hat. Das wirkt aber jetzt gerade komplett chaotisch. Bei Virtus Pro. Man hat kein richtiges CT-System. Man versucht halt jede Runde irgendwas anderes zu spielen. Worauf die Space Soldiers bisher in den letzten paar Runden noch keine Antwort gefunden haben. Aber wie gesagt, sie müssen sich auch keine großen Gedanken mehr machen. Sie haben 9 Runden, haben gut vorgelegt, haben nochmal genug Geld für die allerletzte Runde.
Also das passt soweit. Und das ist halt so krass, ne? Virtus Pro gewinnt so viele Eröffnungsduelle in dieser Partie und schafft es hier auf 6 Runden zu kommen. Es ist schon, wenn man überlegt, dass eigentlich Counter-Strike darauf basiert, dass du ein Eröffnungsduell gewinnst und eigentlich in 70, so sagen wir in 60 bis 75% die Runden holst. Virtus Pro hat es geschafft, 9-mal die Eröffnung zu finden, ja, und hat 5 Runden geholt. Das ist zu wenig. Das ist eindeutig zu wenig. Besonders Pascha, der halt 3-mal mit der AWP die Chance hat, für sein Team einen Vorteil rauszuholen. Und da sieht man einfach mal, wie gut das Reflect-Verhalten einfach auch von den Space Soldiers ist. So, kurzer Swap. Dauert natürlich immer ein bisschen. Die Teams können sich da nochmal kurz Zeit nehmen, vielleicht nochmal die ein oder andere taktische Sache zu besprechen, sich zu überlegen, okay, was können wir hier ausprobieren? Tja, und dann heißt es für Virtus Pro Pistol Round gewinnen. So, es geht weiter. Also, die Space Soldiers 9-6 liegen sie in Führung. Und damit heißt es jetzt für Virtus Pro, wie gesagt, auf jeden Fall die Pistol Round zu gewinnen, weil die Space Soldiers eigentlich kein schlechtes Team auf Mirage CT-Seite sind, weil sie halt auch ganz gut mit ihrem Aiming hier gegenhalten können. So, Santaris auch direkt in der Mitte unterwegs, versucht einen zweiten rauszuholen, Molotov. Nimmt aber sein Leben ganz, ganz schnell aus der Hand, nachdem er dann noch einen Headshot gefressen hat. Damit kommt man bei Virtus Pro Richtung Connector durch. Also, Mittelkontrolle ist auf jeden Fall da und sie haben immer noch 2 Leute, die Richtung A warten. Und damit geht es jetzt drauf. Das Duell muss von Neo gewonnen werden und das schafft er auch. Damit die Pistol Round für Virtus Pro in ganz, ganz in eine gute Nähe gerückt. Tja, und jetzt heißt es für Major vielleicht nochmal irgendwas wahrzumachen, indem er da den Backstep durchführt. Aber ich glaube, das soll es nicht mehr sein. Also, er ist jetzt auch gefallen. Damit noch Kallax und Pass. Pass hat noch 4 AP. Das ist die Pistol Round für Virtus Pro. Da will Kallax auch schon direkt die Kevlar safen gehen. Das gleiche geht für Pass. zu 7. Wichtige Runde für Virtus Pro. Nach der etwas bescheidenen CT-Hälfte in dieses Spiel zurückzukommen. Ich weiß nicht, Virtus Pro gefällt mir absolut gar nicht gerade. Also wie gesagt, ich habe sie auch schon länger nicht mehr gesehen. Ne? Da gab es ja in den letzten Monaten nicht viel für Virtus Pro, wo man hätte mal aufspielen können. Ich glaube, bei der Cyber-Irgendwas-Arena haben sie noch gespielt, wo sie auch nicht gerade sehr erfolgreich waren gegen die Top-Teams, die da teilgenommen haben, darunter SK Gaming. Und ja, sah nicht gut aus. Und hier sieht es auch nicht gut aus, da man direkt die Eröffnung findet. So, Santaris mit der Deagle unterwegs. Oben steht man im Kreuzfeuerbereich. Man entscheidet sich mit 4 Leuten erstmal Richtung A zu aufzubauen. So, einen noch in der Mitte. Da hat der B-Spot keinen einzigen Spieler abgestellt. Das könnte so ein guter Read sein, dass Virtus Pro hier voll in den Stack reinläuft.
So, es geht raus. Engine, gutes Timing. Damit kann auch einer an der Rampe callen, aber Santaris steht da schon wieder mit der Diegelbreit, weiß, dass der letzte oben im Tetris ist. Aber Pass nimmt ihm da die Arbeit ab. Also, es geht drauf und die Space Soldiers haben hier einen sehr guten Read abgeliefert. Klar, das ist auch immer so ein bisschen das Gamblen, auf welchen Spot du dann gehen möchtest. Und am Ende heißt es A-Side für Virtus Pro und die Space Soldiers stacken auf der A-Side und schon hast ein Riesenproblem und dann lassen sie sich gut vernaschen. So, Santaris wieder in der Mitte unterwegs. Ah, Santaris ist so eine Macht. Wenn es darum geht, Räume aufzureißen oder Räume zu halten, ist Santaris einfach nur ein Gott. Und hier wird er auf jeden Fall, oder hat schon mal sehr viel Arbeit für sein Team vorgelegt. So, Pass. Der ist ja auch nicht vom Pascha vernaschen und dann kann Kellex ihm noch den Rücken frei halten. Das ist das 11-7. Also die Space Soldiers machen hier direkt wieder weiter. Da, wo sie aufgehört haben. Und zwar mit Runden. Diesmal auf der CT-Seite. So, nochmal der Save für Virtus Pro und für die Space Soldiers heißt es einfach nur versuchen, die Runde runterzuspielen. So, das Pass schon sehr weit durch. Er ist der einzige Spieler mit einem CZ. So, kann drei Leute noch in der Mitte callen. Einer noch im Underpass, da versucht man direkt hinterher zu gehen. Snake sollte bekannt sein, da kann Santaris auch aushelfen. Santaris damit Major macht jetzt hier die Mitte dicht, noch einen dritten Spieler dabei. Santaris holt hier aber fast alles im Alleingang raus. Plus halt die Nade von Major, die halt weiteres Vorkommen von Virtus Pro Richtung Mitte verhindert. Interessant, man schickt halt die eine Pistole nach vorne auf Informationssuche, was am Ende Gold wert war. Damit haben sie auch kein großes Investment getätigt bei Pest. Ja, 12-7. Also Virtus Pro wieder mit Waffen. Die Flash war nicht so geil von Michu. Bisschen geprefired und Santaris steht wieder im Window mit der Rifle. Überlebt noch mit 16 AP. Aber die Eröffnung ist auf der Seite der Türken. So, Snacks will aber hier noch ein bisschen Raum haben. So, der Spray sitzt. Was traut sich Santaris hier? Viel zu viel mit 16 AP. Und das ergibt nochmal für Virtus Pro sogar den Vorteil ins 4 gegen 3. Und Snacks, der will noch mehr haben. Und Snacks, der bekommt auch noch mehr. So, Engine passt nochmal auf. Damit immer nochmal die Option offen, dass man hier in den Retake gehen kann. Besonders, weil Major da ganz gut rumzieht, um den Polen rauszunehmen. Oh, wie das gut abgecheckt wird. Also, man passt auf bei den Space Soldiers. Damit eine 2 gegen 1 Situation. Das liegt am Biali. Was kann er hier noch machen? Findet Nummer 1. Damit nur noch das Duell gegen Major. 70 gegen 100 HP. Und dann ist es Biali, der es sogar beenden kann. Also, Klatsch-Situation kann er hier runterspielen. Und das ist die 8. Runde für Virtus Pro. So, und Santaris wieder in der Mitte unterwegs. Das ist natürlich jetzt eine super wichtige Runde für Virtus Pro. Guckt euch das Geld an. Da ist halt nichts da und das Geld wird hier einfach nur in den Rachen reingeschmissen von den Space Soldiers, dem man versucht, auf A drauf zu kommen und da nicht wirklich viel machen kann. Kellex mit dem 3K und dann ist es halt nur noch Pascha, der das Ganze am Ende beenden kann. So, 13-8. Und wir haben nochmal eine taktische Pause bei Virtus Pro. Das war wieder keine gute Runde von den Polen.
Und das war eigentlich die Runde, die sie hätte dann zurück ins Spiel bringen können. Nee, aber so wird das nix. So wird das nix für Virtus Pro. Deshalb muss man hier nochmal auf einen neuen Plan zugreifen. Guckt euch das an. Die haben halt nicht mal Loser-Bonus, dass sie nächste Runde genug kaufen können. Die haben so wenig Geld. Die haben mir ganzes Spiel mit dieser Runde aus der Hand gegeben, Richtung A. So, es geht weiter. Nimmt man das hier nochmal als taktische Pause? So sieht es zumindest zur Zeit aus bei Virtus Pro. Sie wird nicht großartig investiert. Da die vielleicht ein Ticken zu viel. Gott weiß wieso. Und sie investieren halt echt nochmal in Pistolen. Ich hätte jetzt gesagt, okay, legt euch ein bisschen mehr zurück. Pascha nochmal auf die AWP, Neo 950, Bialy 850, die anderen beiden mit 1400, was okay ist, 1400, weil sie brauchen noch Granaten. Aber das ist schon ein gutes Investment von Virtus Pro und vielleicht sogar nochmal riecht man irgendwo die Chance, die Bombe zu legen. Und Major wartet da mit der AWP. Und die Doppel-AWP hat man zwischenzeitlich bei den Space Soldiers auch ausgepackt, baut sie sehr offensiv nach vorne auf. Dann kommt der erste, Pass direkt mit dem Refrag, holt sauber beide raus, fast noch den dritten. So, Pass gibt den Anschuss, das Backup ist schon da und es ist nur Bialy und Pascha. Die letzten beiden verbleiben, aber die Bombe liegt ja auch komplett offen schon rum, dass Engine nur noch schauen muss, dass man hier Richtung Connector nicht von hinten überfahren wird. Bialy ist zwischenzeitlich auch bekannt. Und dann war es das auch. Pass mit einer sehr starken Runde da in der Mitte. Aber auch super viel Raum, den die Space Soldiers da für Lau bekommen. So, und wir haben nochmal wohl eine taktische Pause bei Virtus Pro, so wie es aussieht. Also, man lässt sie nochmal ordentlich den Gehirnschmalz arbeiten. Trotzdem, keine gute Ausgangssituation für sie. Guckt euch das Equipment an. Neo nur mit der Deagle unterwegs. Oder wurde da noch eine Waffe gelegt? Ne, sieht schlecht aus, ne? Ne, das ist es nicht. Und für das, was man letzte Runde investiert hat, war es eindeutig zu wenig, was man hier rausholen konnte. So, und sollte das hier zügig vorbei sein gleich, heißt das für uns, dass wir erstmal eine Stunde Pause haben und das Ganze um 2 Uhr weitergeht. So, und damit geht es weiter. Also, für Virtus Pro nochmal die Chance, in die Partie reinzukommen. So, wie hoch sind die Chancen, dass sie das am Ende schaffen? Bisher die Space Soldiers hier, wie schon, auf Train, eigentlich durch das stabilere Team, wenn es darum geht, Kreuzfeuer abzuaimen, zusammen irgendwie auf Refrax zu gehen. Virtus Pro wirkte einfach nicht wirklich gerade als das Team, was irgendwas gerade gegen die Space Soldiers anzusagen hätte. Auch mit dem Ball wird es sehr, sehr schwer und es soll Richtung A gehen und da wartet man halt mit Pascha an der AWP auf die erste Möglichkeit. Direkt dem Molotow vor die Füße. Der hat nicht mal eine Kevlar dabei, das heißt, das tut dann auch noch ein bisschen mehr weh.
Unten an der Rampe sucht man auch den ersten Contact, wird aber auch hier mit einem Molotow abgehalten. Das heißt, für die Space Soldiers einfach nur den A-Execute hier runterspielen. Sie haben zwar noch einen Backstepper mit Neo, aber Santaris steht bereit. So, jetzt muss man versuchen, irgendwie die Stairs auseinanderzunehmen. Der Kopf wurde gesehen, viel zu offen gelegt. Und sie laufen wieder gegen eine Wand bei Virtus Pro. Nochmal für Neo vielleicht die Chance, das Ganze aufzureißen, aber der hat nur eine Diegel. Und dann war es das hier mit dem 15 zu 8. Sie haben kein Geld mehr bei Virtus Pro. Sie konnten nicht die Bombe legen und haben wieder super wenig. Also, das war so die entscheidende Runde. Die hätten sie auf jeden Fall gewinnen müssen. Jetzt heißt es für Virtus Pro nochmal mit dem Low-Buy hier durchzukommen. Nochmal CZ und Granaten. Wie hoch sind die Chancen für Virtus Pro, sich hier gegen die Space Soldiers mit dem Equipment durchzusetzen? Bisher sind diese Runden eigentlich immer schief gegangen für Virtus Pro. Sie hoffen nochmal auf A. So, bauen sie wieder an der Rampe auf, haben einen in der Mitte abgestellt mit Pascha. So, der wird auch direkt die Smoke Richtung Connector schmeißen und dann soll es hier drauf gehen. Santaris wird dann nochmal abgelenkt, aber sie haben immer noch den Spieler in der Mitte stehen. Das heißt, darauf muss sich Santaris erstmal gar nicht konzentrieren, weil da wird Major drauf aufpassen. Und sie kommen doch ganz gut durch, dass sie sogar die Bombe legen können. Aber hier ist Pascha erstmal machtlos. Bombe ist trotzdem geplantet. Waffenvorteil bei den Jungs der Space Soldiers und auch der Mannvorteil. Und wie willst du damit den Afterplan verteidigen? So, der letzte Verbleibende bei Virtus Pro zieht nochmal rum. Da ist es nur noch die CZ und das war's dann. Die Space Soldiers gewinnen hier 2 zu 0 und das auch absolut verdient, weil das, was uns Virtus Pro hier heute gezeigt hat, das war nicht wirklich würdig, bei der SR1 Cologne zu spielen. Das reicht einfach heute nicht für das, was wir gesehen haben. GG, well played. Ja, machst du nix. Also Virtus Pro ist hier nicht vorbereitet oder sie wirken zwar schon ein bisschen vorbereitet, das hat man zumindest auf Train gesehen, aber im Allgemeinen war das vom Aiming her zu wenig, das Refract-Verhalten war nicht gut genug. Allein schon, wenn man einfach mal die Partie auf Mirage nimmt und sieht, wie viele Opening-Duelle Virtus Pro gewinnen konnte in der ersten Hälfte, 9 an der Zahl und nur 5 Runden holen konnte, ist das schon eine extrem schlechte Ausbeute. Da sieht man einfach, wie gut das Refract-Verhalten von den Space Soldiers ist und auch das Aiming. Auch individuell, dass du halt deine Räume aufreißen kannst. Und am Ende reicht das für die Jungs von den Space Soldiers und die kämpfen sich weiter im Lower Bracket nach vorne, sind damit im Lower Bracket Finale und da wird es dann gleich zum nächsten Gegner gehen. Da können wir doch vielleicht mal ganz kurz auf die Courage vorbeischauen, weil das dürfte auch schon aktuell sein. Und zwar haben wir hier einmal Gambit gegen die Jungs von den Space Soldiers. Also für die heißt es,